Für mich sind es wie Dimensionen, die über unserer Realität drüber liegen. Du kannst nämlich alles mit einem positiven, wir nennen es LUT-Effekt, wenn wir auf Instagram Ja. dieses Color Grading machen, sodass man auf einem Feed dann alles so in einem Farbton sieht. Ne? Ja. Man kennt das und sagt, oh, sehr professionell. Und die Welt kann man eben immer, jedes Glas ist halb voll oder halb leer und beide haben recht. Die Frage ist nur, was hat derjenige, der es negativ sieht, also halb leer, der es im Mangel sieht, was hat der gewonnen gegenüber mir? Der Ich, der sagt, es ist halb voll, ich kann nur teilen meins. Ne? Ich kann ja da locker noch die Hälfte weggeben von dem wieder. Er gewinnt wenig. Er gewinnt wenig. Er kommt in einen immer größeren Mangel hinein. Und je stärker diese negative Wahrnehmung ist, die er ausstrahlt, desto negativer wird auch dieses, also diese Glaubenssätze, positive Visualisierung ist natürlich etwas, wenn ich immer schon negativ reingehe in alles, darf ich mich auch nicht wundern, dass ich dieses Resultat erhalte. Ja? Und von dem her sehe ich Sachen, normalerweise sagt man pragmatisch, aber ich meist etwas positiv gefärbt. Also bei mir Das gibt man Vertrauensvorschuss. ist aber auch total schön, weil das ist auch so. Schön, dass du reinhörst in den Animamentis Podcast, dem Podcast für echte mentale Stärke. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen Gast da bei mir sitzen, denn er sagt, Online-Marketing ist nicht nur ein Job, sondern eine Lebenseinstellung. Wir werden heute auf den Spuren von Edward Bernays, nämlich in das Thema PR gehen. Philipp Ploner ist sein Name, Ploners Communication. Er wird uns erzählen, was er macht. Er wird aber uns auch erzählen, was er für sich selber macht, was er für seine mentale Gesundheit macht. Und wir schauen uns vielleicht so ein bisschen das Thema an, Gesundheit und Social Media, nämlich auch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Lieber Philipp, es freut mich, dass du da bist. Danke für die Einladung. Schön da zu sein. Gehen wir gleich einmal so ein bisschen dein Leben beleuchten. Gib uns mal so Oh je. einen kleinen Umriss, wer du bist und ja, wie du zu dem geworden bist, der Ich du kann es bist. kurz machen. Ich bin aufgewachsen in Tirol, im schönen, warmen, winterlichen Tirol. Also ich bin gerade jetzt hier durch die Kälte hergegangen. Auch in Wien kann es kalt sein dann Vor allem im windig. Herbst. Ja, windig. Und der Wind macht es ja dann wirklich kühl. Ne? Ein dicker Mantel ist wichtig. Das habe ich schon in Tirol gelernt, dass man ein dickes Fell braucht. Ich bin dort in eine private HTL gegangen. Und habe mich nach der technischen Ausbildung und nachdem ich gewusst habe, meine Abschlussarbeit habe ich damals über Mobile Office geschrieben, was jetzt wieder ganz stark für uns wieder ganz relevant ist. Und habe mich dann in die Geisteswissenschaften verkrochen und bin Politik, Philosophie und Theologie studieren gegangen. Und erst durch die Entwicklung von Mark Zuckerbergs Facebook-Giganten, jetzt Meta, bin ich auf den Geschmack gekommen, dass das, was ich immer schon gern getan habe, reden, kommunizieren, auch ein ganz guter Broterwerb wäre. Und die Techniken haben wir einfach da reingespielt und der Zahn der Zeit hat dazu beigetragen, dass ich damals dann Plona Communications gegründet habe, am 9.09.09. Und ja, ist jetzt mittlerweile schon wieder fast 13 Jahre dann bald her. Also es vergeht die Zeit schneller, als es einem lieb ist. Wir haben gerade über TV Total gesprochen jetzt im Richtig, Vorfeld. ja. Und das ist auch schon wieder fast 20 Jahre her und das ist 20 Jahre auf Sendung gewesen. So schnell verändern sich die Zeiten. Nichtsdestotrotz bleiben gewisse Muster der Kommunikation, gewisse Formen der Kommunikation ja erhalten. Und was wir tun, ist eben, wir adaptieren die Art, wie Unternehmen früher kommuniziert haben, auf eine modernere, auf eine digitalere. Das ist das meistens. Wenn wir gleich bei dem Thema einhaken, ich habe schon noch ein bisschen in Edward Bernays mitgenommen. So, also aus meiner Sicht so ein bisschen dieser Gründervater, Psychologe. Und der hat ja so diese Public Relations eigentlich das erste Mal benannt, oder? Und ich habe das Buch übrigens auch gelesen, Gut. war sehr spannend und ist ja wirklich eins zu eins umlegbar auf die heutige Zeit, wenn man eben Anpassungen trifft. Ja. Jetzt bist du wahrscheinlich schon, weil du ja gern redest, relativ früh mit dem Thema so auch in Kontakt kommen. Und wie du auch selber gesagt hast, die Zeit war gerade im Aufschwung, Ja. 2009. Also das sind ja gerade die großen Giganten eigentlich richtig entstanden, kann man Ja. sagen, oder? Also für uns war es damals noch ein bisschen schwierig, damit Geld zu verdienen, weil das war als wie ein Kindertool, wurde es Ja, gesehen. das Ich wollte ich habe nämlich gerade fragen, weil du jetzt, gehst die voll in ein Schwierigkeit, Gebiet ich habe rein. jetzt zwei Ja. Empfänger, ich habe die Schwierigkeit jetzt mit zwei, also vielen Sprechempfänger. eigentlich, steigert das Senderbedürfnis. Ja. Das Wesentliche war damals sicher einmal den Need zu erklären. Heute musst du niemandem mehr erklären,
ist Facebook relevant, mhm. ist Instagram relevant. Es gibt, wurscht, ob Kern gegen Kurz, ob Trump gegen Biden, es gibt keinen Präsidenten in der westlichen Demokratie mehr, der nicht ohne Social Media auskommt. Also du brauchst diese Tools, um erfolgreich zu sein, als Unternehmer, als Politiker, whatever. Ja. Damals war es eher so, dass man sich gedacht hat, so, was würde er mit dem Kinderspielzeug? Ne? Warum soll der Nationalpark Hohe Tauern jetzt Geld ausgeben, um irgendwo auf irgendeiner Plattform in Amerika aufzuscheinen? Mhm. Was macht das für einen Sinn? Ja. Und das waren so die ersten Jahre, die einen da begleitet haben. Musste man schon ein bisschen erklären, was ist der Output von Social Media? Und was heißt es, wenn User zu Producer werden und wie verändert sich die Form der Kommunikation dadurch, auch für dich als kleiner Hotelbetreiber in Osttirol. Ja. Und da wird es wahrscheinlich am Anfang schwierig gewesen sein, das zu erklären, aber wenn es ja dann umgesetzt worden ist, haben sie die Vorteile relativ schnell gesehen. Genau. Und jetzt ist es ja leicht zu erklären, aber schon schwierig, dass man ja ein Wachstum oder die Präsentation auf eine große Fläche bringt, oder? Jetzt willst du bei uns anfangen, oder wie es? Genau, das ist das Ding. Ja. Damals waren die Wachstumsraten, die organischen Wachstumsraten, gigantisch. Also, if you get a shot, also wenn der dir einmal das Vertrauen gegeben hat, ja, dann hast du die Decke gesprengt. Du musstest also Trust schaffen. Das ist heute noch oft so, dass wir im Verkauf, im Sales merken wir, dort, wo das Vertrauen ruht, dort wird gekauft. Und damals war es natürlich als junger, studierter Mensch nicht so einfach, Vertrauen zu schaffen für ein neues Tool, das keiner kannte. Heute natürlich sind das klingende Namen und starke Brands. Damals konnte man sich unter Facebook gar nichts vorstellen. Instagram gab es noch nicht, WhatsApp gab es noch nicht. Und von dem her waren es schon andere Zeiten, als wir begonnen haben, als in denen, in die wir heute sind. Aber die Issues und die Probleme, die Herausforderungen bleiben dieselben, denn wir gehen heute auch wieder mit der Virtual Reality, mit Meta, mit der Augmented Reality an die Kunden ran und sagen, das ist die Zukunft. Das ist, wenn ihr die Stars von morgen sein wollt, dann müssen wir heute beginnen, euren Grundstock zu legen. Wenn ihr heute nicht auf TikTok, wenn ihr nicht auf OnlyFans seid, dann werdet ihr schwer Reichweiten generieren können. Und wer heute versucht, auf Facebook oder auf Instagram groß zu wachsen, wird das ohne Werbebudgets fast gar nicht mehr möglich sein. Klar. Schaffen. Ja. Jetzt, wenn du so die Zeit betrachtest, was hat das alles mit dir gemacht? Weil du verbringst ja sehr viel Zeit, erstens Recherche, zweitens, wer dich kennt oder dir auch in deinen Instagram-Account folgt, sehr viel Zeit dort auf Instagram. Was hat das mit dir auch gemacht über die ganze Zeit? Ich bin frustriert worden, ich bin ziemlich ausgebrannt und ich möchte nicht mehr leben. Nein, es hat einen verändert, keine Frage. Ja. Ich las nicht so nah, ganz so nah an mich ran, was berufliche Sachen betrifft. Das bedeutet, es ist auch immer eine gewisse Distanz da, auch wenn ich sie räumlich nicht habe. Ich wohne ja fast in meiner Agentur. Also ich und meine Agentur sind mehr oder weniger eins. Nichtsdestotrotz ist es für mich immer ein Tool und ein Produkt und wir machen einfach so verschiedenste Sachen, wurscht, ob das das österreichische Parlament ist oder ob das das EU-Parlament oder die Kommission ist oder die Vereinten Nationen oder sonst irgendwas, du musst dich immer irgendwo distanzieren von dem, was du tust, denn es ist ja nicht dein eigenes Werk. Du kommunizierst immer für jemand anderen. Und es wird seltenst der Fall sein, dass es hundertprozentig deinem Mindset entspricht, deiner Geisteshaltung etc. Viel wichtiger meiner Meinung nach ist es, dass du dem Kunden die beste Möglichkeit bietest, das von ihm Gesagte zu kommunizieren, zu transportieren an die Community, die er gerne erreichen möchte. Und da sind wir im Social-Media-Bereich halt schon gewaltig stark aufgestellt, weil die ganzen Daten, die wir halt den Giganten Google und Co. seit 10 Jahren for free geben und sie uns for free Antworten auf unsere Fragen geben, haben natürlich dazu geführt, dass diese Algorithmen uns oft besser kennen wie uns, als wir uns selbst. Ja. Es ist wirklich beeindruckend, was du mit dem richtigen Targeting und dem richtigen Tracking alles rausholen kannst und wie stark du dann verkaufen kannst online. Weil natürlich, was wir gerade vorher gesagt haben, Trust, Vertrauen auch natürlich durch Information geschaffen wird. Und wenn ich natürlich deinen Circle of Trust kenne, wenn ich weiß, wer sind deine engsten Freunde und was haben die gern und was hast du gern und wer ist deine Lieblingsmusik und dass dein Lieblingshund ein Golden Retriever ist, dann tue ich mir als PR-Agentur gar nicht mehr so schwer, dir den perfekten Newsletter zusammenzustellen. Und wenn wir uns vorstellen, damals, als ich begonnen habe, arbeiteten wir uns in eine Welt der Daten hinein und wir haben gesagt, wir werden die Datenmonster werden der nächsten 10, 20 Jahre und wir können dann mit diesen Daten unglaublich viel Gutes bewirken, wir können unglaublich tolle Campaigns machen. Es kann aber auch wie bei Cambridge Analytica natürlich damit sehr, sehr viel Schlechtes produziert werden. Und das ist ja nur der Anfang. Da kann ich mir noch viel schlimmere Dinge vorstellen. Gehen wir vielleicht nochmal zum jungen Philipp, der gerade eine Firma gründet in einem Bereich, wo es ziemlich schwer ist, jemanden zu überzeugen, dass das sinnvoll ist.
Du hast ja trotzdem an das geglaubt und hast ja auch nicht aufgegeben, weil es, du wirst nicht reingegangen sein und es ist von ersten Tag an hat alles perfekt funktioniert. Ja. Oder? Also das wird auch nicht so gewesen sein. Wie war das damals auch für dich, so Rückschläge zu kriegen? Und vor allem, was hast du für dich gemacht, dass du auch wieder aus diesen Löchern rauskommen bist? Das Einfachste ist immer, den anderen für dumm halten. Also, das ist die Selbstreflexion in der Startphase nicht zu groß zu nehmen, ist vielleicht ein Erfolgsgeheimnis von erfolgreichen Startups. Ja. Weil wenn man alles dann durchanalysiert und den Fehler immer bei sich und seinem Produkt sucht, dann wird es halt auch irgendwann einmal dazu kommen, dass die Frustration sehr stark wird. Und Erfolg stellt sich, wie du sagst, nicht von Beginn an ein, sondern es gibt ja, also eine Achterbahnfahrt, eine tägliche. Am einen Tag schaffst du es, du kriegst einen Auftrag, du unterzeichnest und du hast 666 Euro als ersten Kunden und du denkst dir, jetzt läuft's, weil morgen hole ich mir den nächsten. Und dann ist aber 14 Tage nichts. Ja. Und 14 Tage lang ist es nicht, dass du nichts tust, sondern 14 Tage lang tust du fast dasselbe als an dem einen Tag, aber du kriegst halt 7-mal ein Nein. Und du hast 7 Meetings hintereinander und dann kannst du dich entweder schon in einem Loch verkriechen und sagen, ich bin einfach nicht gut genug, um das zu erklären. Oder du kannst sagen, siehst, einer von 10 checkt's. Einer von 10 ist klug genug, um mit mir neue Wege zu gehen. Und ich war am Anfang beinhart überheblich. Also etwas, das vielleicht jungen Startups ganz gut tut, weil sie diese ganze harte Welt, die Kritik, alles das, wenn du das immer auf dich ganz nahe ranlässt, dann glaube ich, führt das zu so einer starken Frustration, dass du die Kräfte fehlen werden, wo du sie brauchst. Du hast die Körner schon verschossen mit der Selbstkritik. Ja. Ja. Und ich habe mir damals dann aus der neurolinguistischen Programmierung etwas angeeignet, das Drama-Dreieck, Täter, Opfer und Retter, das kennt man. Und natürlich kann man das auch anders spielen, indem man sagt, man geht in die Ecke des Visionärs, des Träumers und stellt sich dort vor, wie geil kann meine Company werden. Also ich kann ein tolles Büro irgendwo in einem Lifestyle-Bezirk machen mit doppelstöckig und ich mache da White Desk Policy und Open Mind und super toll und wir werden total lässig und mit Gold und Glas und das kann ich mir als Visionär vorstellen. Da brauche ich aber nicht mir erklären, wie mache ich das. So kann ich dann nachher in diese Ecke gehen und mir sagen in der Ecke des Machers, wie setze ich das um? Und wie schaffe ich es, dass ich mir ein Büro leisten kann? Was kostet so ein Büro etc.? Und dann kann ich wirklich überlegen, wie bewege ich diese Schritte, die ich vorher als Visionär da bin, nur geträumt, wie geil es ausschaut und wie cool. Und dann ganz am Ende, wenn ich dann in der Ecke des Macher war und sage, okay, wie schaffe ich das und mit einem Bankkredit und wenn ich diese Kundenanzahl kriege und diesen monatlichen Income habe und so viele Mitarbeiter, dann kann ich in die Ecke des Kritikers gehen. Und dort kann ich dann, da brauche ich nicht mehr träumen vom schönen Schloss und sonstiges, und da kann ich ganz hart hinterfragen, aber wie schaffst du es, diese 10 Kunden zu generieren und warum sollten die bei dir unterschreiben und nicht beim Konkurrenten? Und wenn du dieses Dreieck dann für dich ein-, zweimal durchgespielt hast, dann, glaube ich, kommst du auch zu einem sehr gesunden und realistischen Einschätzungsbild von dem, was du kannst, auch als Produkt, was du liefern kannst. Auf der anderen Seite machst du dich nicht wegen jedem Nein fertig und das ist wichtig. Ich finde das also extrem interessant, wie du das jetzt auch aufgebaut hast und absolut richtig. Also gerade dieses Träumen zuerst, dieses Positive, ja, ist so. Diese Vorstellung auch selber. Hast du dir damals das so vorgestellt, wie es jetzt ist? Ja, also ich habe mir wirklich damals, die Vision war für mich, dass ich eine Agentur schaffe, die unabhängig ist von irgendwelchen Ressentiments, von Rassismen, von voreingefertigten, ja, wir haben oft so Glaubenssätze und die sollten dort nicht zählen, sondern das Wesentliche von uns als Agentur, als Blona Communication, Working with Friends, wie unser Subclaim heißt, ist, dass wir für die Leute, die wir arbeiten, gern arbeiten, dass wir miteinander gern arbeiten und dass wir das, was wir tun, nicht nur gut tun, sondern dass es immer zwischen gut und perfekt ist. Also unser Anspruch an uns selber ist, okay, als Leistung wird nicht reichen. Wenn jetzt der Ton hier kratscht und kracht, so, Entschuldigung. Also, wenn das so wäre, dann würde ich sagen, wir machen das nochmal. Ja. Und sonst geht es nicht raus. Und dann streite ich lieber auch mal mit dem Kunden, um ihm zu erklären, dass er mir so viel wert ist, dass es mindestens gut sein muss. Und fürchte dich nicht vor der Perfektion, sagte Dali, du erreichst sie sowieso nie. Also von dem her fürchten wir uns auch nicht vor der Perfektion. Wir versuchen da irgendwie dran zu kratzen und dahin zu krallen. Und es muss aber mindestens gut sein. Und gut ist ein Anspruch, den wir, wenn wir wirklich ein Werk vollbringen, an uns selbst schon stellen sollten. Wenn wir zufrieden sein wollen, nachher mit dem Resultat, wenn es so okay ist, weil es so hingeschlammt und dann ist es halt erledigt, dann wirst du nicht zurückschauen und sagen, cool,
Darauf bin ich stolz. Bist du zufrieden mit dir selber? Ja, sehr. Ja. Warum? Das kann ich sagen aus zwei Gründen. Das eine, weil ich ein sehr gesundes und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, einfach eigenständiges Familienumfeld um mich herum. Ja. Das ist etwas, glaube ich, was so eine Grundbasis ist für jemanden, der Erfolg haben kann, ist einfach, dass du dir nicht ständig Sorgen um andere machen musst. Mhm. Und meine Familie, meine Geschwister, das ist Arzt, Krankenpfleger, Lehrerin, doppelte Mutter. Das ist die ganze Bank durch, sogar auf meinem Bruder, der Handicap hat und der mit Challenge lebt, bin ich mega stolz einfach, was der erreicht. Also das ist einfach immer wieder, da sagen sie dir, der kann das nicht und der kann es. Und dann sagen sie, der wird das nie und er macht. Und dann, jetzt ist er gerade vom Führerschein und auch den wird er erobern. Und ich weiß einfach, da muss ich mich um nichts sorgen von meiner Mutter über meinen Vater. Da geht es allen gut, die sind gesund und die sind glücklich. Und das ist so eine Basis, die halt sehr stark macht. Und um das herum baut man so seine Family auf, Chosen Family. Ne? Mhm. Und dieser Circle of Trust, dieser zweite, der ja noch viel weiter geht, wie die Kernfamilie und diese Blutlinie, die macht die Welt ja richtig bunt. Und da ist ja von der verrückten Psychiaterin bis hin zum sehr, sehr akribisch professionell agierenden Steuerberater alles mit dabei, was du dir jemals gewünscht hast. Und das ist ja auch etwas, wenn du Menschen anschaust und du schaust dir die Freundeskreise an von den Menschen, dann sieht man auch irgendwie, wie ist das Wirken dieser Person gewesen. Und wenn ich mir so meinen Circle of Trust, meinen Freundeskreis anschaue, dann ist der so bunt, wie wir als Blohner Communications sind und so wie ich bin, aber auch so professionell. Mhm. Und wirklich so in den Teilbereichen, einfach, dass du sagst, das ist die beste Hautärztin in Wien. Das ist einfach einer der coolsten Typen. Ich kenne wenige, die so gut Gitarre spielen wie der. Oder weißt du, es hat jeder so eine Profession in sich. Und das ist etwas, was mich halt sehr reich macht. Also ich sage immer, so reich ist man an Erinnerungen und wir machen wahnsinnig viele Abenteuer. Wir sind sehr wenig in unserer Comfortzone in unserem Team. Wir versuchen uns auch immer wieder rauszupushen und das macht uns einfach wahnsinnig reich. Wir sind am Konto nicht besonders reich, also falls wir spenden wollen, haut rein. Ja, danke, freuen wir uns. Aber an Erinnerungen, glaube ich, da gibt es nur Hugh Hefner und zwei, drei andere, die mir das wegnehmen können. Ja. Ja, das ist aber auch wichtig, dass man diese Erinnerungen hat und auch diese Menschen berühren kann, also auch diese Fähigkeit hat. Was denkst du, ist in dein Leben dein Auftrag? Oh, Weltfrieden, sage ich immer. Wirklich? Die Frage ist echt fies, weil die Leute lachen mich dann immer aus. Aber ich denke schon, so, man kann sich irgendeinen Asset aussuchen, was man gerne machen möchte. Und ich denke, es ist jeder hat so seine Berufung, das ist meine. Ja. Mal schauen, was davon überbleibt. Also Weltfrieden für die Menschen, die du alle berühren kannst? Ich glaube es eher auf einer viel institutionelleren Ebene. Ich erwarte mir davon, dass wenn wir gehen, dass Staaten nicht mehr organisiert gegeneinander Kriege führen. Und das ist der Begriff es gibt einen positiven, negativen Friedensbegriff und ich habe viel in der Friedensforschung, war ich auch tätig und ich bin selbst davon überzeugt, dass es einen energetischen Frieden braucht und dass wir im Einklang mit der Natur sein müssen, im Einklang mit uns selbst sein müssen, um Friede stiften zu können. Aber der erste Schritt ist einmal, dass es keine Militärs mehr benötigt, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen mit unserem Geld. Was würde der Mensch, weil du gesagt hast, der muss auch in Einklang mit sich selber sein, was würden die Menschen wirklich brauchen, damit das auch passiert? Wahrscheinlich ein bisschen mehr Kraft für sich selbst, ein bisschen mehr Zeit auch, sich selbst Zeit nehmen. Also ich kann mich erinnern, wo ich damals bei dir war und mir dann wirklich den ganzen Palast hier angeschaut habe. Es ist ein Tempel, den du hier mitten in Wien hingestellt hast und ein Tempel für die Seele. Mhm. Also etwas ganz Besonderes und ich war begeistert vom Untergeschoss weg bis in den obersten Stock, wie alles konzipiert ist, wie es wirklich, wo sich alles um den Menschen dreht und wir nicht mehr zum Werkzeug gemacht werden und etwas liefern müssen, sondern wo wir wirklich verwöhnt werden. Und das, ich würde jetzt sagen, das kann nicht ganz, ganz jeder, aber ganz, ganz viele können sich das leisten und sollten sich das leisten, weil ich glaube, dass eine gesunde Seele, ein gesunder Geist, wir haben vorher gesagt, sitzt mal gerade da, damit das Bäuchel, das Wohlstandswampel nicht so auffällt, ne? Kann man offen sagen, das tun wir, okay, das Wohlstandsbäuchel ist nicht so ein Problem wie der Wohlstandspalast und den, was wir auf der Seele haben, die Sorgen. Richtig, und das tragen wir ständig mit uns herum. Wir sprechen aber selten darüber. Ich bin sehr katholisch. Mhm. Ich habe einen Beichtpriester, mit dem ich auch quer durch Afrika fahre. Das ist ja heutzutage nicht mehr Standard. Mhm. Und
Es ist aber auch noch nicht so, wie es in Amerika relativ üblich ist, dass wir eine psychologische Betreuung haben, Therapeuten haben, Psychiater haben, mit denen wir uns regelmäßig austauschen, über unsere seelische Gesundheit zu sprechen. Ja. Und dann entstehen Defizite. Und wenn das in einer Gesellschaft, das eine weggenommen wird, das andere nicht dazugegeben wird, ist ein Vakuum, entsteht ein Leerraum. Und im Moment kommt es mir ein wenig so vor, als hat Corona uns aufgezeigt, weil wir Zeit hatten für uns, dass es hier Defizite gibt und dass hier Schmerzen sind auf der Seele, die bereinigt gehören. Und ich kann nur sagen, ob das Lichttherapie ist, ob das der Sport ist, der was eben als erstes die Dopamin, die Endorphinausschüttung, das Serotonin anregt, du weißt alles als Doktor. Ich wünsche nur, dass ganz viele Menschen ihren Tempel ernst nehmen, das tun immer mehr. Aber das, was im Tempel drin ist, also im Fleisch, im Körper, das, was drin ist, das ist ja noch viel toller und mächtiger. Und da kommen die Visionen her, da kommt der Weltfriede her. Mhm. Und das müssen wir mal anfangen wieder zu pflegen und ja, uns zu verwöhnen. Das sehe ich auch so. Also wenn du sagst, da kommt der Weltfrieden her, da kommt ja jeder einzelne Gedanke her. Und jeder einzelne Gedanke wird ja entweder mit sowas Großem oder er war da, der Gedanke. Das ist super spannend, dass wir auf das am wenigsten aufpassen. Also das, was wir tagtäglich denken. Ich habe in der letzten Folge auch geredet über Fokus. Auf was richten wir unseren Fokus? Was sehen wir? Also ist es vorwiegend Negatives, was wir sehen, oder ist es vorwiegend Positives? Und jetzt schließe ich so wieder so ein bisschen den Kreis, weil ich nehme an, du siehst sehr viele positive Sachen. Ja, also für mich sind es wie Dimensionen, die über unserer Realität drüber liegen. Du kannst nämlich alles mit einem positiven, wir nennen es LUT-Effekt, wenn wir auf Instagram dieses Color Grading machen, sodass man auf einem Feed dann alles so in einem Farbton sieht. Ne? Man kennt das und sagt, oh, sehr professionell. Und die Welt kann man eben immer, jedes Glas ist halb voll oder halb leer und beide haben recht. Die Frage ist nur, was hat derjenige, der es negativ sieht, also halb leer, der es im Mangel sieht, was hat der gewonnen gegenüber mir? Der sagt, es ist halb voll, ich kann nur teilen meins. Ich kann ja da locker noch die Hälfte weggeben von dem wieder. Er gewinnt wenig. Er gewinnt wenig. Er kommt in einen immer größeren Mangel hinein. Und je stärker diese negative Wahrnehmung ist, die er ausstrahlt, desto negativer wird auch diese Glaubenssätze, positive Visualisierung. Ist natürlich etwas, wenn ich immer schon negativ reingehe in alles, darf ich mich auch nicht erwundern, dass ich dieses Resultat erhalte. Von dem her sehe ich Sachen, normalerweise sagt man pragmatisch, aber ich meist etwas positiv gefärbt. Also bei mir gibt man Vertrauensvorschuss. Das ist aber auch total schön, weil das ist auch so ein bisschen meine Motivation, Menschen zu sagen, man kann alles positiv sehen. Ja. Die gleiche Situation, das ist nicht alles nur. Und mit Fokus schlecht. Ist ja nicht nur positiv und negativ gemeint, sondern auch das Fokussieren ist ja wie, wenn du ein Licht bündelst und mit gebündeltem Licht, Laser, kann ich Metall schneiden. Genau. Und fokussierte, konzentrierte Aufmerksamkeit von einem Team auf ein Projekt, auf ein Produkt, das kann einfach den Unterschied auslösen, ob das floppt oder ob das top wird. Das hat wirklich etwas damit zu tun, wenn ich Marketing, wenn ich von PR spreche, dann ja, ist ein Hotel wie jedes andere, könnte ich jetzt so sagen. Oder ich finde die Axiome, die Kerne heraus, warum das eben nicht ein durchschnittliches Hotel ist. Und wenn ich das schaffe, wenn ich mich mit meinem Produkt beschäftige, mit meinem Team und wir dann den Fokus richtig legen, dann weiß ich, wenn ich nach der nächsten Urlaubssaison mit dem Hotelier spreche und der hat 15%, 20% mehr Buchungen gehabt, kann an Post-Corona liegen, kann an Blona liegen. Ja, weiß man nicht. Hab's auch bei uns, stimmt die Kasse. Nein, wichtig ist, dass der Kunde happy ist und dass er merkt, dass das, was wir mit ihm aufbauen, dass das nachhaltig ist. Weil das ist auch ein Riesenvorteil, glaube ich, an der digitalen Welt und in der wir heute leben. Wir können nicht nur sehr gut skalieren, also messen. Ihr macht ja bei eurem Beginn ein Mega. Also das ist ja jedes EKG, was ihr bis jetzt gemacht habt, ist der Kindergarten dagegen. Also da wird alles, da werden die Hirnfrequenz, Herzfrequenz, bei Stress, das wird ja alles getestet und analysiert. Wirklich top. Und so machen wir das ja in Digitalkommunikationen auch. Also jeder Klick, jede Verweilzeit, wie viele Unterseiten hat er aufgerufen, kauft er, hat er den Kauf abgebrochen, warum hat er dann abgebrochen, wie reicht man wieder, alles wird skaliert und dokumentiert. Und wir sind heute sehr gut messbar. Also ein Riesenvorteil. Auch bei uns jetzt in der Therapie dann oder in der Aufarbeitung und im Mental Coaching ist es natürlich schön, wenn ich sagen kann, okay, das ist der Ist-Stand und da würden wir gerne hin und dort arbeiten wir hin. Gell? Und so ist es auch in der Kommunikation. Wir können sehr gut skalieren. Ja. Was man aber nicht kann, ist eben etwas wie Ästhetik, Geschmack,
das kann man nicht in Formen gießen und sagen, die sind allgemeingültig. Mhm. Es gibt so etwas wie einen goldenen Schnitt, es gibt so etwas wie gewisse Logiken, wie eine Jahrstraße, die ich bauen kann. Mhm. Und wenn er zum vierten Mal Ja sagt, dann wird er doch auch buchen. Ja, 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 ja. Logisch, man gibt schon so Methoden. Ja. Aber dass du jetzt ein Rezept hättest für dein Logo und sagst, das ist ganz simpel, da mache ich meine drei Gewürze rein und dann ist das ein erfolgreiches Logo, ein schönes Design, das gibt es nicht. Ja, logisch. Wie hast du auch für dich selber wahrgenommen, dass sich die Sprache auch geändert hat? Weil auch in der Unternehmenskommunikation oder Kommunikation generell da draußen über die Jahre, wo du jetzt stabile Frage. Als Experte tätig bist. Ja, die Sprache verändert sich natürlich durch das, dass sie fluktuierend unterwegs ist. Ne? Ja. Also wir handeln uns den Code, mit dem wir handeln, auch aus. Mhm. Und Sprache ist ein Code. Und durch dieses wunderschöne Internet und diese wahnsinnige Vernetzung der Welt kommen natürlich sehr viele verschiedene Einflüsse jetzt zusammen. Und eine Verkürzung ist natürlich jetzt gerade so das Maß aller Dinge bei uns. Ja? Mhm. Und wenn du dir anschaust, wie sich Sprache verkürzt und verenglischt hat in den letzten 10 Jahren wieder, dann ist das radikal. Dann ist das einfach radikal. Generell die Kommunikation, oder? Wenn wir uns so Videos anschauen, ich meine, wir haben ja schon Aufmerksamkeitsschwelle, die liegt ja unter einer vom Goldfisch. Also das muss ich zack, zack, zack gehen. Was gibt's da Neues? Ui, was gibt's da Neues? Und der dreht sich so im Kreis und so 2 Sekunden. Ja. Genau, ja. Und es wird ja immer kürzer. Mhm. Wo glaubst du, geht das hin? In den Nanobereich. Ich hatte vorher gerade einen Kunden bei mir sitzen, der mit Nanopaste arbeitet und damit 3D-visuelle Effekte auf Häuser wenden. Mega. Es ist wie the future is now. Ja. Und ich sitze auch da und denke mir so, oh mein Gott. So, wir wissen jetzt auf Instagram nicht mehr, ob wirklich jetzt der Philipp, der Peter, der Thomas irgendwas zu mir gesagt hat oder ob es ein Deepfake ist. Ja. Es ist die Computerprogramme sind jetzt mittlerweile so gut, dass ich den Ton, das Bild einfach so inszenieren kann, dass ich nicht mehr weiß, hat das jetzt der Magister Ploner gesagt oder war das einfach nur ein Fake? Ja. Ja, das war das der Kurz oder war das der Kern oder was auch immer? Ja, das ist das eine. Und wie du sagst, wir gehen jetzt halt auf eine Zeit zu, wo wir einfach überhaupt uns schwer tun werden, die Realität von der Virtualität zu unterscheiden. Also das, was Meta, was Facebook jetzt begonnen hat zu announcen, ist natürlich nur ein kleiner Einblick in eine ganz, ganz große Entwicklungsabteilung, die jetzt dann schon seit vielen Jahren die besten Köpfe der Welt zusammenschweißt. Und wir werden in Zukunft natürlich keine örtlichen Gebundenheiten mehr haben. Wir werden zeitliche, temporäre Komponenten auflösen. Mhm. Wir werden als Großvater unseren Familien erhalten bleiben. Mhm. Klingt jetzt sehr pervers, aber die AR-Brillen, die werden Standardbrillen sein wie deine. Und es wird dann einfach ein Hologramm, das mit deinen ganzen Daten gesammelt und bestückt ist und deinen ganzen Erfahrungen und Empfindungen. Mhm. Und wir tracken unseren Herzdruck, Pressmuskel, alles, was wir nur haben, über unsere Uhren, über unsere Augen. Also wir werden so viel Daten von den Personen haben, dass wir nicht mal mehr wahrnehmen können oder den Unterschied zwischen ihr als lebender oder als toter Person haben. Voll. Und wenn ich dann die Option habe, dass mein Großvater da jetzt mit mir sitzt, dann hätte ich sie gern. Mhm. Ist das dann aber für Menschen noch gesund? Ja, was ist gesund? Die Mikrowelle wird uns alle das Hirn aufkochen, hat es in den 80er Jahren mal geheißen. Wir schaffen es heute noch immer, Rocket Science zu bewegen. Die Realität ist eine Illusion. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hartnäckig. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Realität eine Illusion ist, ist sehr hoch, wenn man sich denkt, dass wir nur 10.000 Jahre gebraucht haben von der Steinzeit zur Virtual Reality. Ja. Dann ist in 14 Milliarden Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Illusion leben würden, ja recht hoch. Ich glaube noch immer daran, dass wir was Gewolltes, durch Liebe gestiftetes, wirklich einzigartig Schönes sind und zu ganz Tollen bereit und auch die Möglichkeit geschaffen. Und das sieht man im Kleinen. Mach bei einer Kindergruppe mit und bastel einen Adventkalender, sing ein Lied in einer Kirche mit und dann schau dir an, was dir wirklich unter die Haut geht, was echt deine Seele bewegt. Mhm. Dann hat das wenig bis nichts mit Geld zu tun. Ich weiß, das sind Wohlstandsverwahrlosungssätze, weil wir ein bisschen Geld haben, können wir so etwas sagen. Und ich weiß, wenn man kein Geld hat, wie sich alles darum dreht und wie hart die Zeiten sind. Mhm. Das stimmt. Nur, was ich damit sagen möchte, ist, dass der Überfluss an Geldmitteln nicht dieses Glück bringt, dass man eben auch ohne Geldmittel haben kann, wenn man es für die richtigen Momente einsetzt. Aber es ist natürlich eine schwierige Thematik, Armut. Ja. Das sehe ich auch so. Und ich glaube, dass es auch so der Blick in die Zukunft etwas ist, was uns nicht Angst machen sollte, sondern eher was Positives sein sollte. Weg. Ja. Und diese Sachen, die du erzählt hast, mit Augmented Reality, Virtual Reality, was uns oder Mixed, was auch da auf uns zukommt. Ich meine, viele Dinge werden extrem positiv für uns sein und uns auch das Leben super erleichtern. Natürlich. Und es wird natürlich auch wie überall
ein bisschen Schindluder auch damit getrieben werden, leider. Ja, jetzt, wie immer. Genau, wie immer. Nur, es wird für uns schwieriger, glaube ich, das auseinanderzuhalten. Ja, wir werden es überhaupt, also mit unseren Sinneswahrnehmungen, schwer können. Die Frage ist dann ja, ob unsere emotionale Wahrnehmung auf Hologramme genauso positiv reagieren wird. Also denken wir mal an Vereinsamung im Alter. Ob das dann eben eine Lösung ist auch dafür. Und das könnte eine Möglichkeit sein. Da gibt es schon Studien. Mhm. Und tatsächlich ist es so. Ja. Also jetzt nehme ich gerade den Bereich VR. Mhm. Wenn man eine Naturumgebung jemanden ausspielt, und zwar in einem präoperativen Setting, also bevor er operiert wird, dann brauchen die Leute wesentlich weniger Schmerzmittel dann auch über den gesamten Aufenthalt. Das heißt, allein durch diese Vorstellung, dass man das sieht, dass man da drinnen ist, oder unser Hirn kann es ja nicht unterscheiden, ob das jetzt echt ist oder nicht, bewirkt schon allein das. So, und da weiß man auch, wenn man zum Beispiel Avatare baut, dass man eine Beziehung mit diesem Avatar aufbauen kann. Ja. Imaginär. Ja. Also dazu gibt es schon. Also ich denke das auch und ist super spannend. Ich bin ja mal unten in deinem 360-Grad-Kino gesessen. Ja. Ich habe mir sofort überlegt, ob ich mit meiner Oculus da antanzen kann und so. Ja. Also das ist schon super spannend, weil du bist eigentlich im 7. ersten Bezirk hier, genau an der Grenze in Wien. Das ist die Schnittstelle zwischen Rathaus und Parlament, also genau dort, wo der Dampfkessel am impulsivsten ist. Und plötzlich drückst du auf einen Knopf und du sitzt mitten in Tiroler Bergen. Ja. Und ich bin da gesessen und dann drast die links und drast die rechts und denkst du so, ja klar, kann ich es jetzt, wenn ich genau hinschaue, kann ich den Fehler erkennen. Oder ich kann genau hinhören und ich kann mich entspannen. Ja, genau. Und ich habe loslassen können und ich bin mitten in die Berge gesessen. Die Vögel haben gezwitschert, der Bach ist geronnen und ich habe mir einfach gedacht, so, wie genial ist das, dass man innerhalb von so kurzer Zeit so intensiv erholen kann. Ja. Ja. Eben deswegen, weil das Hirn, dem ist es egal und wir wollen ja die Natur nicht ersetzen, sondern nur eine Bühne bieten, wo sich jemand wohlfühlt. Ja, und auf das kommen auch unsere therapeutischen Inhalte noch drauf. Ja. Aber wir sehen ja selber, wie wirksam das ist. Ich habe auch gesehen, ihr habt so einen eigenen Raum mit einer Virtual Reality gehabt. Ja. Also auch damit arbeitet ihr. Ja. Und es ist, also ich bin dann abends sozusagen in Therapie, wenn ich in die VR gehe. Ja. Also ich liebe die Virtual Reality und ich habe über den Lockdown auch, kann ich ganz offen sagen, ganz, ganz gute Freunde dort gefunden. Und das ist wirklich so, wir spielen dort ein Spiel miteinander immer. Ja. Und ich bin eigentlich ein bisschen traurig abends, wenn ich nicht meine Stunde spielen gehen kann. Ja. So, gell? Muss die Chefin fragen, erlaubst du mal? Sie ist ein Casting-Schauspieler schon. Also die Realität holt dann eh immer wieder ein. Ja. Aber die virtuelle Realität bietet unglaubliche Möglichkeiten für uns und wir können uns wirklich auf diese Zukunft freuen. Weil du gerade den Geschirrspüler angesprochen hast, wie läuft denn die Krisenkommunikation daheim? Gut. Also wir sind ein starkes Team. Ja. Und das Schöne ist, wir haben so eine sehr, sehr respektvolle Art, Debatten auszutragen. Mhm. Also wir schreien nicht, wir streiten nicht laut, so, sondern wir setzen uns hin und dann sagt der eine dem anderen, was ihm wehtut. Mhm. Und das ist auch eine Art der Kultur, die man sich erst hat. Also ich habe es nicht zu Hause gelernt, keine Frage. Ich habe es anders gelernt gehabt zu Hause. Und wir haben uns das erst erarbeiten müssen. Und das ist wahnsinnig schön, dass man da sitzt und dem anderen zuhört und dann erst einmal sich reinversetzt und sagt, na, und wie glaubst du, wie geht es mir dabei? Und du denkst dann so, Jesus. Die fühlt sich ja regelrecht ersetzt. Mhm. Und das sagst du ihr dann. Und sie sagt, genau so fühle ich mich. Mhm. Und dann sagst du, das tut mir leid. Gell? Ja. Und so habe ich es noch gar nicht gesehen. Na, ich in meinem Ego-Trip, ne? Ich gescheit, ne? Ich da Königin Welt. Ne? Und das ist etwas, was einen vorwärts bringt. Und trotzdem ist es ein Kompromiss eingehen und es ist ein Geben und ein Nehmen. Aber das ist, also diese Wertschätzung, auch der Respekt ist extrem viel wert. Ja. Und ich kenne es auch anders. Und das ist wie du vorher gesagt hast, dieses Glas halb voll oder halb leer, was vergibt man sich, wenn man respektvoll ist? Gar nichts, man gewinnt was dazu. Und man könnte es ja natürlich mit vollem Ärger auch sehen und die Situation wird dann auch total madig sein. Ja, also, ja. Und überhaupt mit dem Aufregen ist es so ein Ding, gell? Du brauchst wahnsinnig viel Energie, um dich aufzuregen. Mhm. Dann machst du viel kaputt und dann brauchst du wieder viel Energie, um dich aufzuregen, aber wirklich geändert am Sachverhalt, an der Thematik hast du nichts. Hat sich gar nichts. Gar nichts. Vielleicht hast du irgendwen zusammengeputzt und der hat Angst vor dir jetzt und du bist in deiner Machtposition, hast dich halt ausgelebt, aber
wirklich am System oder am Problem hast du nichts gelöst. Mhm. Und also ein guter Chef, glaube ich, ein guter Freund würde das nicht machen. Richtig. Sondern ja. Der würde schauen, okay, wo können wir anpacken oder wir müssen mal das Problem finden, mal eine Systemanalyse machen und dann arbeiten wir uns daraus. Voll. Und das ist das, was, glaube ich, auch jetzt und rational denkende, stärkere Menschen immer mehr ins Bewusstsein finden und deswegen gehen immer mehr ins Yoga, um sich was Gutes zu tun. Deswegen machen immer mehr Pilates, deswegen schauen Menschen auch immer mehr auf ihre mentale Gesundheit. Ja. Und wenn ich selber fit bin, wenn ich mit meinem Partner fit bin, Alter, was kann da die Welt? Jetzt mal ganz ehrlich, die Banken steigen da drauf, der eine nervt sich da, der eine nervt, das ist easy. Das ist das Small Game. Ich sage immer, Champions League ist die Familie, das ist das große Spiel. Bundesliga ist der Beruf, das ist cool, da sind wir gut drin, das können wir. Ja. Und das drunter, das putzt man eh locker weg. Ne? Ja, also, aber wenn du nicht respektvoll und herzlich miteinander umgehst, im Team oder in der eigenen Familie, dann fällt dir das sicher irgendwann am Kopf, hundertprozentig. Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, wenn man sagt, okay, vielleicht interessiert mich das, was der Philipp da so macht und vielleicht kann man irgendwie auch zusammenarbeiten, wo meldet man sich am besten bei dir? Ich habe vorher schon gesagt, Brieftaube ist etwas, was ich total gerne empfange. Das ist so schön. Ich habe einen Taubenschlag. Ja. Also wenn ihr wollt, schickt das weg. Vielleicht kommt es an, vielleicht kommt eine Message zurück. Ganz simpel meinen Namen eingeben und man findet mich wirklich in jedem Netzwerk. Ich heiße immer gleich. Das ist der Vorteil am Namen, er bleibt gleich. Philipp Lohner mit 3 B, die aufeinander kommen, kann man durchgängig schreiben, kann man getrennt schreiben. Ihr findet es mich. Ja. Und dann einfach E-Mail schreiben oder anrufen. Wir werden es sowieso verlinken. Fein. Dann ist es noch leichter. Danke, dass du heute da warst. Danke, dass du von dir erzählt hast, von deinem Leben, von deinen Strategien. Wenn du einen Tipp für unsere Zuseherinnen und Zuseher hast, das sie unbedingt hören sollten, dann wäre jetzt noch der perfekte Raum dafür. Ich sage es immer das gleiche, Scheißzeug, wir sind viel zu zurückhaltend, tut's niemandem weh, seid lieb, aber traut's euch, geht's raus aus euch, macht's es. Scheißzeug, nix ist echt ein guter Tipp. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf deinen Besuch bei Anima Mentis im ersten Wiener Gemeindebezirk. Lass auch gern dein Like da und bis dahin, vergiss nicht, bleib stark im Leben.